Would you care to come in? Would you like a drink? Thank you.
Und dann wird er von der Polizei aufgeklärt, dass das eben der gesuchte Schwerverbrecher Vince Willi ist. Und da sagt er zum Schluss, als der Vince Willi tobend wie so eine Handgranate aus dem Haus geschafft wird, sagt der Goofy, ach ja, das muss ja ein schöner Schock für das arme kleine Mädchen gewesen sein, als es gemerkt hat, dass es ein Einbrecher ist. Dann gibt es dann noch die Geschichte von dem Gangster Vince Willi. Die fängt damit an, dass der Goofy Kinderschwester werden will und sich dazu den Fummel von seiner Tante Anna besorgt. Es war ein rot-weiß kariertes Cartoon-Kleid und einen großen Hut und versucht als Kindergärtnerin anzukommen, was natürlich nicht klappt, weil die Kinder alle sagen, so eine komische Tante haben sie noch nie gesehen. Jedenfalls, als er von den Kindern zusammengeschlagen wird, wirft er verzweifelt den ganzen Fummel in eine Mülltonne. Und in dem Moment kommt ein entsprungener Zuchthäusler vorbei. Das ist der Gangster Vince Willi. Der ist nur so groß wie ein dreijähriges Mädchen. Und der findet in der Mülltonne den abgelegten Fummel vom Goofy, zieht den an und auf dem Rückweg nach Hause trifft der Goofy den Vince Willi im Fummel von seiner Tante. Und nimmt das kleine Mädchen mit nach Hause, weil er denkt, so ein armes Ding ist das ganze Haus, muss irgendwie ein Unterkommen bringen. Und führt es nach Hause und tischt Fasanen auf und Rebhühner und eine ganze Gans und der Vince Willi haut also von vollen Händen rein. Und darüber ist der Goofy schon sehr erstaunt und sehr erstaunt, dass das kleine Mädchen für einen Appetit hat. Aber freut sich und heimlich ermuntert es immer und der klopft auf den Tisch mit Fäusten und Händen. Der Vince Willi benimmt sich unmöglich, aber Goofy hat nun endlich sein ersehntes Kinderglück. Und im Laufe der Nacht wird das Haus von Gangstern umstellt. Nicht von Gangstern, von der Polizei umstellt. Und die stürmen ins Haus rein, finden den Vince Willi da und erkennen den sofort im Fummel. Und der Goofy ist ganz erstaunt und sagt, ach, was wollen die denn von dem armen kleinen Mädchen, das ist ja schrecklich. Was hat denn das arme Ding getan, so ein elternloses Kind? Und dann wird er von der Polizei aufgeklärt, dass das eben der gesuchte Schwerverbrecher Vince Willi ist. Und da sagt er zum Schluss, als der Vince Willi tobend wie so eine Handgranate aus dem Haus geschafft wird, sagt der Goofy, ach ja, das muss ja ein schöner Schock für das arme kleine Mädchen gewesen sein, als es gemerkt hat, dass es ein Einbrecher ist. Tell me, what really happened?
linke Tempel von Endera liegt ein und eine halbe Stunde vom linken Ufer des Nils entfernt. If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Some refreshment, dear. I've been driving such a long way. Certainly, if you'll be content with what we have to offer. Oh, sure. Thank you.
It was planned for us to go to the Redwood Forest or to San Diego. And we could go to the famous zoo. We went to Laguna Beach and it was a pretty beach, but not like the one in Hawaii. I enjoyed myself, and I think everyone else did too. May Day is Lay Day in Hawaii. Gardens of flowers everywhere. Oh, May Day is Lay Day in Hawaii. Yes, today is May Day in Hawaii, but not even a play here. But I just had to think of Hawaii on May Day. I do miss it so much. Mother is drinking again, more than ever now. And this morning I asked her to stop drinking so much. But she keeps drinking. It doesn't help. She gets drunk again. I hope she does not become an alcoholic. I try and will keep trying to make her stop. Mother will never fail on bringing us coffee in the mornings. She is the best mother in the world. She always tries to please us, no matter how hard it is. We went to the famous zoo. I enjoyed the children's zoo the best because you could pet all of the animals. Today was a terrible day. I watched TV that our tree fell down again. I am very much ashamed of myself for not writing in my diary. I want very much to fill in the other pages. $20. I can't sit on the screen. It hurts my eye. This is not a moving picture, madam. What? Why, the nature of a personal appearance, madam. Well, I never thought I was going to see something. Say, what is it anyhow? I hear it's a kind of a gorilla. Gee, ain't we got enough of them in New York? Jack. It makes me think of that awful day on the island. I wouldn't have brought you, but, well, you know how Denim and Fiddler. Of course, we had to come when he said it would help the show. Do you think we'll really make a lot of money? Well, enough to pay him back for these clothes, anyway. Gee, you know, it's the first time I ever had on one of these open front suits. Hello there, you're just in time. Gee, Ann, you look great. I'm glad I dressed you up for this show. Well, Jack, $10,000 in the box office. Not bad for one night, huh? Will. There's nothing else to show you here, so I'll leave you two for a few minutes. I went to the Orient a few years ago.
and a few countries in Europe. And that was very nice. Then about a week ago, I decided to get out of the city and hitchhike across the country. And that's why I'm here now. Right on the beach, and I used to go fishing every day with my parrot, but he flew away. It's really a very nice place for somebody to grow up. As I got older, I moved around a little bit. 2 years here and 2 years there. I really like the city. I like the country. Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Oh, beat it, man, beat it. If a Yankee comes to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat them nice, make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Oh, you vex me, you vex me. Chick-a-chick carry to Mona's Isle, native girls all dance and smile. Helps old Chuss celebrate his leave, makes every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. It's a fact, man, it's a fact. In old Trinidad, I also fear the situation is mighty queer. Like the Yankee girls, the natives swoon when she hears der bingle croon. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and
state of peach. All night long make tropic love. The next day sit in hot sun and cool off drinking rum and coca.